Moin Leute, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Und zwar kommen zuerst die schlechten. In Deutschland ist ja bereits eine Mietpreisbremse vorhanden. Und Mojang dreht auch nochmal die den Preishahn auf für Minecraft. Zeige ich euch mal jetzt schnell. Und zwar dann nicht in, also Minecraft might be changing price in your region. Also in eurer Region changen die und für uns in, ich lese erst gerade, ich habe das einfach nur mal so schnell durchgeschaut und ich lese gerade, dass die erst am 23. Mai in Kraft treten, und zwar nur die PC Editions. Und zwar seht ihr hier die neuen Preise, hier mach mal das Ganze, also das hat noch eine zweite Seite, aber hier die Seite Old Price, oder ich blende es einfach mal in Major Zahlen, mach ich am besten. Okay, also, dann können wir mal hier weit runter. Außerdem wurde die Eurovision App am Freitag veröffentlicht. Ich habe die mir runtergezogen und ich habe die noch programmiert. Diese gibt es von mir zum Download einmal und von Mojang. Da ist die Eurovision Stage 2016 ZIP. Und außerdem wurde da eine Minecraft-Version released, und zwar die 1.9.4. Gucken wir uns mal sofort an. Und zwar, wir sind jetzt, ist eine neue Command hinzugefügt worden, und zwar slash stop sound 104, da 103 viele unerwartete Fehlermeldungen hatte. Mojang hat doch wohl nicht das Ganze im Kopf. Ja, 1.10 habe ich jetzt nicht rausgefunden. Also vielleicht kommt jetzt noch eine kleine Zusammenfassung, was wir über die 1.10 wissen. Gleich im Anschluss aber gibt es auch jetzt ein Mario Mashup, das heute genau released wird, wo ich das aufnehme und es hochlade. Und zwar, das hat jetzt neue Skins und neue Welten für Wii U bereit. Naja. I don't know, aber das ist kostenlos, kann Geld raus schmuggeln wie bei der PC Edition. Übrigens, dieses Bild folgt jetzt im Anfang. Und dann noch mal ein bisschen 1.10. Es wurde gerade noch die Schwimm-WM eingeblendet, dass es auch sehr aktuell ist. Und ich wollte euch auch nochmal einen kleinen Einblick geben, wie es bei der Europameisterschaft sein wird. Ich habe uns also das auch ähnlich geplant. Und da waren auch nochmal diese Wochen auch echt eine Menge Vorhaben. Und zwar nächsten Montag kommt eine ganz lange Folge für News und mit allen Ergebnissen vom Schwimmen, Diving oder was. Oder Synchronschwimmen ist scheiße, nur dieses Sportbahnschwimmen ist echt nice. Also weiter geht's. So, folgendes. Wir haben hier zwei Eurovision Stages. Und rat mal, welche meine ist. Richtig geraten, das ist diese mit dem Logo.
Ich habe den nämlich nach dem letzten Mal dann gesucht und noch schauen. Vielleicht machen wir es diesmal einmal. Und die Euro ist von Mojang, also Euro 2. Ich habe den Link, das ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich habe auch diese eine mehr hochgeladen. Ich habe jetzt nichts daran verändert. Aber ich kann euch hier auf dieser Map nochmal einen Einblick gewähren, was ich da gemacht habe. Und ansonsten könnt ihr euch selbst überraschen auf der Mojang Map. Und ja, ihr könnt auch nochmal richtig was dazu erklären. Aber ich würde euch nochmal bitten, nur ein bisschen Hilfe dabei. Soll ich mich hier auskennen? Ich hab zwei Euro. Wenn ich mal so viel. Und zwar kann ich auch nochmal kurz diese Sachen sagen. Ich habe Redstone entlang, Hopperclub, Stormbreaker, gemerkt Item. Schick das Signal hier dann ganz über Orientierung zu XP-Clock und dann hier nochmal die Notenblöcke neu gestimmt, alles. Und hier nochmal eine Inventierung, also hier unten, dann geht es hier rein, damit diese Clock hier nicht ganz Zeit verpowert wird. Auch haben wir das jetzt da reingemacht, so wie hier diesen zweiten Repeater-Stab. Ansonsten sind hier zwei verschiedene Materialien benutzt worden. Und zwar einmal Sand und einmal Holz. Das ist sehr schön klingt und im Mix. Außerdem wurden hier noch zwei Commands zum TP hinzugefügt. Und hier nochmal die Kill-Commands und die Spawn-Commands Villager und Zombie. Hier wird dann der Endstone platziert alles und Chorusfrüchte 60.000 diese Sache gesetzt, also den Tickspeed hier bis unser Realisierung gelenkt, wieder random Tickspeed auf 0 und dann Endstones weggeschlagen und hier gibt es dann noch ein paar Kill-Commands, also so. Und hier gibt es dann noch ein paar Mobs, die ich selbst zum Mond habe, die könnt ihr auch selbst machen und hier ist noch ein paar Play-Sound-Commands dran noch. Also ich hoffe, euch hat das dann wieder gefallen. Ihr überrascht euch am besten selbst, was auf der Mojang-Welt ist, aber ich sag, da ist deutlich weniger. Also, wir sehen uns demnächst auf der Mojang-Welt. Tschüss!